Hey, ich bin Luisa. Hey, und ich bin Jonas und wir machen eine Ausbildung bei Horsch. Wer Horsch ist und was wir genau machen, zeigen wir euch jetzt. Also bleibt dran. Ich mache eine Ausbildung zum Technischen Produktdesigner bei Horsch. Wir sind einer der weltweit führenden Hersteller modernen Salontechnik. Unser Hauptsitz ist in Schwandorf, aber unsere Maschinen fahren überall auf der Welt. Und ich mache eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Zusammen wollen wir euch ein paar Einblicke in die Ausbildung bei Horsch geben. Beginnen wir mal mit dem wohl größten Highlight, den Check-in-Tagen. Bevor die Ausbildung im September so richtig beginnt, lernen wir erstmal die Firma und die Azubis aus den anderen Standorten kennen. Diese Kennenlerntage gingen 5 Tage. Zu Beginn gab es erstmal eine Begrüßungsrunde. Danach gab es einen Firmenrundgang, in dem wir einen Blick hinter die Horsch-Kulissen werfen durften. Anschließend ging es für uns aufs Feld. Dort durften wir mit einem Schlepper fahren. Danach bekamen wir eine kleine Einführung rund ums Feld von den Profis und einen kleinen Einblick in die Bodenbearbeitung. Das war echt cool. Zur Abwechslung gab es auch ein paar Challenges. Dort konnten wir unsere Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Danach durften wir Cornelia und Michael Horsch kennenlernen. Sie haben uns viel über die Firma erzählt. Außerdem steht ihre Tür immer für uns offen. Am Ende der Woche durften wir eine Abschlusspräsentation vor der Geschäftsleitung halten und damit die vergangene Woche widerspiegeln. Das waren sie, unsere Check-in-Tage. Das war echt mega. Und das Driftbike, was wir gebaut haben, war echt cool. Hier mussten die Azubis der 3 deutschen Standorte unter gleichen Bedingungen ein Driftbike bauen. Die Leistung von 10 kW und eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h durfte nicht überschritten werden. Außerdem sollte es zu unserer Firmenfarbe passen. Die Bedienung sollte ein Daumengas sowie eine Scheibenbremse beinhalten. Nachdem alle Driftbikes fertig gebaut waren, kamen alle Azubis in Schwandorf zusammen. Die Driftbikes wurden von der Jury, unseren Ausbildern, vorgeführt und von ihnen bewertet. Die Bewertungskriterien waren Design, Verarbeitung, Handling und längster Drift. Das Projekt war so cool, dass sogar das Fernsehen kam, um eine Reportage darüber zu drehen. Auch unsere Chefs sind eine Runde mit den Bikes gefahren. Und jetzt geben wir euch einen kleinen Einblick in unseren Alltag. Jonas beginnt mit den gewerblichen Berufen. Hier gibt es zum Beispiel den Mechatroniker, den Fertigungsmechaniker, den Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik und die Fachkraft für Lagerlogistik. Außerdem haben wir eine eigene Ausbildungswerkstatt. Wenn du mehr über diese Berufe erfahren möchtest, schau doch einfach mal auf unserer Website vorbei. We'll be right back.
Wenn du lieber im Büro arbeiten willst, haben wir ja auch einige verschiedene Ausbildungsberufe. Als Industriekauffrau durchläuft man von Buchhaltung bis Produktion alle Abteilungen. So bekommt man ein gutes Gespür für die Firmenabläufe. Ebenfalls gibt es auch einige Projekte, die man mitorganisieren und gestalten darf. Wenn du Lust hast, unsere Maschinen zu konstruieren und mit 3D-Programmen arbeiten willst, dann ist der technische Produktdesigner genau das Richtige für dich. Wenn du eher so der kreative Kopf bist, dann kommt der Mediengestalter für dich in Frage. Die Bildbearbeitung und die Gestaltung von Werbemitteln gehören zu deinen Hauptaufgaben. Außerdem beschäftigst du dich auch viel mit der Fotografie. Hast du auch Bock auf so einen coolen Ausbildungsberuf? Dann bewirb dich jetzt! Wie ging das nochmal? Ach Jonas, das ist doch richtig easy. Ich zeig's dir. Auf unserer Website unter Karriere findest du unsere Stellenangebote. Hier kannst du gleich noch den passenden Standort filtern. Oben gibst du den Beruf ein, der dich interessiert. Dann klickst du auf die Stellenausschreibung und liest sie dir durch. Wenn du dich für einen Ausbildungsberuf bewerben willst, klicke einfach auf Bewerben und registriere dich in unserem Portal. Nun kannst du gleich deinen Lebenslauf als PDF hochladen. Anschließend füllst du das Profil mit deinen persönlichen Daten aus. Du kannst auch Zertifikate oder andere Dokumente hinterlegen. Wenn du mit allem fertig bist, klickst du auf Speichern und schon ist deine Bewerbung bei uns gelandet. Folge unserem Instagram-Account, um unsere spannenden Projekte nicht zu verpassen. In den Highlights findest du Tipps und Tricks zu deiner Bewerbung. Also, wie sieht's aus? Willst du mit uns in die Zukunft gehen?